Hi und herzlich willkommen zu Itelio Cloud Uncovered Hands-On. Mein Name ist Thomas und heute geht's um DKIM. Dieses Video ist Teil unserer Reihe zu E-Mail und E-Mail Security. Im letzten, in diesem und im nächsten Video beschäftigen wir uns mit SPF, DKIM und DMARC. Falls ihr das Video zu SPF noch nicht gesehen habt, solltet ihr das am besten als erstes anschauen. Nochmal kurz zusammengefasst, funktioniert SPF ja so, dass man aufgrund der öffentlichen IP eines Hosts identifizieren kann, ob der im Namen einer bestimmten Domain Mails verschicken kann. Das Problem dabei ist, dass ein SPF-Check zum Beispiel fehlschlagen wird, wenn ein Mail-Server eine Mail umleitet bzw. relayt. Dann passt die IP des absendenden Servers, also der Relayer, nicht mehr zur ursprünglichen erlaubten Absenderadresse. Das kann zum Beispiel dann passieren, wenn jemand in seinem Mail-Programm eine Umleitungsregel erstellt, weil er Mails gerne in einem anderen Postfach hätte, das aber auf einem anderen Mail-Server liegt. Und genau an der Stelle steigt DKIM ein. DKIM oder Domain Keys Identified Email versieht Mails mit einer digitalen Signatur. Und mit dieser Signatur kann dann bewiesen werden, dass eine Mail während des Transports nicht verändert wurde. Es gibt drei Schritte im DKIM-Prozess. Zuallererst legt der Absender fest, welche Felder aus dem Mail-Header er signieren möchte. Das einzige Pflichtfeld dabei ist From. Alle anderen Felder sind optional. In der Praxis werden außerdem From oft noch Date, Subject und Content Type verwendet. Das wird natürlich nicht für jede Mail einzeln gemacht, sondern wird zentral im Mail-Server hinterlegt. Die Felder, die ausgewählt werden, müssen während dem Mail-Transport dann unverändert bleiben, sonst schlägt DKIM fehl. Der zweite Schritt ist dann die Erstellung des DKIM-Hashes. Ein Hashwert ist eine Buchstaben- und Zahlenfolge, die aus einem oder mehreren anderen Werten errechnet werden kann. Der Vorteil eines Hashes ist, dass er deutlich kürzer als der originale Wert sein kann. Ein gleicher Input liefert dabei immer den gleichen Output, vorausgesetzt es wird derselbe Hash-Algorithmus hergenommen. So, bei der DKIM wird jetzt zuerst der Body der Mail in den Hashwert umgerechnet. Das ist dann der sogenannte Body-Hash. Anschließend werden die gerade angesprochenen Felder aus dem Header zusammen mit dem Body-Hash genommen und gemeinsam dann ebenfalls gehasht. Und das Ergebnis davon nennt sich dann Data-Hash. Dieser Data-Hash wird dann mit einem privaten Schlüssel verschlüsselt bzw. signiert. Das Ergebnis ist jetzt unsere DKIM-Signatur. Der benutzte Private Key zum Verschlüsseln ist übrigens nur dem Absender bekannt. Die DKIM-Signatur wird jetzt in den Mail-Header DKIM-Signature eingetragen. Im DKIM-Signature-Header stehen außerdem noch weitere Infos wie der Body-Hash und die verwendeten Header-Felder. Das braucht es dann dafür, dass der Empfänger weiß, wie er mit der Mail umgehen soll. So, und jetzt wird die Mail verschickt. Der empfangende Maildienst sieht, dass es den Header DKIM-Signature gibt. Der Empfänger kann dann den Public Key des Absenders verwenden, um die DKIM-Signatur aus dem Header wieder zu entschlüsseln. Dadurch hat der Empfänger jetzt den unverschlüsselten Data-Hash. Jetzt macht der Empfänger genau das Gleiche, wie der Absender gemacht hat. Er nimmt sich also die entsprechenden Header-Felder und den Body-Hash und errechnet daraus selbst den Data-Hash. Da dieser Algorithmus immer der gleiche ist, muss der Empfänger den gleichen Wert errechnen wie der Absender. Stimmt also der neu errechnete Data-Hash mit dem überein, was in der Mail als verschlüsselter Data-Hash angehängt war, war die DKIM-Prüfung erfolgreich. Die Mail wurde also dann im Transport definitiv nicht verändert. Wer jetzt gut aufgepasst hat, fragt sich vermutlich, woher der Empfänger denn den Public Key des Absenders hat. Den braucht es schließlich, um die DKIM-Signatur zu entschlüsseln. Die Info kommt auch aus dem Mail-Header der DKIM-Signature. In diesem Header stehen nicht nur die Infos und Hashes, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch ein Domain-Name und ein Selector. Der Domain-Name kann eine beliebige Domain sein, die dem Absender gehört. Der Selector ist ein Name oder eine Nummer, die sich der Absender ausgedacht hat. Der Selector gibt dann an, unter welchem öffentlichen DNS-Record der DKIM Public Key zu finden ist. Die DKIM-Verifizierung basiert hier also, genauso wie bei SPF auch, auf DNS-Einträgen. Angenommen, der im Header hinterlegte Selector heißt Beispiel -1. Die hinterlegte Domain lautet cloud-uncovered.com. Der empfangene Mail-Server würde jetzt nachsehen, welcher TXT-Eintrag in Beispiel -1.underscore-domain-key.cloud-uncovered.com hinterlegt ist. Der Selector steht also immer ganz vorne, gefolgt von underscore-domain-key, um zu kennzeichnen, dass es sich um den DKIM-Eintrag handelt. Und dann kommt nur noch die Domain, die den TXT-Eintrag mit dem Public Key zur Verfügung stellt. Wir haben euch hier mal eingeblendet, wie so ein Eintrag dann aussehen kann. Der Public Key ist einfach ein langer String mit einer Schlüssellänge von in der Regel 1024 Bit oder höher. Aktuell wird übrigens empfohlen, aus Sicherheitsgründen mindestens eine Schlüssellänge von 2048 Bit zu verwenden. Da DKIM immer für einen bestimmten Maildienst eingerichtet wird, muss ich das dann auch für jeden meiner Dienste gesondert machen. Also zum Beispiel muss ich einmal DKIM für Exchange Online konfigurieren, dann nochmal extra eine Konfiguration für meinen Newsletter-Dienst und so weiter. In der Regel stellen die Cloud-Dienste da aber ziemlich gute Dokumentation zur Verfügung, was sie brauchen.
Außerdem kommt natürlich auch von uns noch ein Video, in dem wir uns einmal im Detail ansehen, wie man DKIM einrichtet. Wir werden das dann am Beispiel von Exchange Online machen. Im Gegensatz zu SPF kann ich bei DKIM nicht direkt sagen, mit welcher Gewichtung ein Mailfilter reagieren soll, wenn die Prüfung fehlschlägt. Bei SPF kann ich mit einem Minus einfach sagen, dass es einen Hardfail geben soll. Damit wird dann so gut wie jeder Spamfilter die Mail ablehnen. Bei DKIM ist es erstmal jedem Mail-Gateway selbst überlassen, wie es mit einem Fail umgeht. Oft werden die DKIM-Signaturen einfach komplett ignoriert oder einfach nicht sehr stark gewichtet. Dabei ist gerade die Kombi aus SPF und DKIM so wichtig. Denn SPF stellt sicher, dass nur bestimmte Hosts in meinem Namen Mails verschicken dürfen, beugt also Spoofing vor. Und DKIM stellt dann sicher, dass eine von mir verschickte Mail garantiert unverändert beim Empfänger ankommt. Und wenn ich jetzt noch selbst bestimmen möchte, was bei einem Fail von SPF, DKIM oder beiden passieren soll, dann kommt DMARC ins Spiel. Mit DMARC kann ich als Absender festlegen, ob ein Empfänger eine Mail, bei der DKIM oder SPF fehlschlägt, in die Quarantäne schicken oder sogar direkt ablehnen soll. DMARC hilft mir also, eine Kontrolle über meine Mails auch nach dem Versenden zu erhalten. Außerdem kann man sich mit DMARC Reports über Mails schicken lassen, bei denen SPF oder DKIM fehlgeschlagen ist. Wie es genau geht, zeigen wir euch im nächsten Video dieser Reihe. Das verlinken wir euch hier oder da unten, sobald es dann da ist. Ich hoffe, ich konnte euch die technischen Hintergründe von DKIM ein bisschen näher bringen. Wenn ihr noch Wünsche zu weiteren Videos, Anregungen oder auch Feedback habt, schreibt mir bitte. Ansonsten, wie immer, Daumen hoch und wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren. Falls es noch nicht passiert ist, Glocke aktivieren, wenn ihr auf keinen Fall mehr ein Video verpassen wollt. Wenn ihr noch mehr andere Buttons findet, auch da drauf drücken. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.